herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Ja, ihr Lieben, und zwar, was hängt da? Und zwar ist es so, ich habe mir was Schönes Neues gekauft. Und das ist jetzt auch schon eine Woche bei mir. Und ja, jetzt komme ich endlich dazu, es auszupacken. Und ich freue mich riesig, weil ich weiß, da erwartet mich was ganz, ganz Tolles. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache, was ich euch da heute zeige. Und zwar hier ist das Päckchen. Und zwar habe ich mir etwas bestellt bei der lieben Irmi von dem Shop Kreativinsel. So, holen wir mal alles raus. Hier habe ich meinen Bestellzettel. Das ist für euch uninteressant. Da ist noch mehr drin. Noch mehr, 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 mehr. So, jetzt ist leer. So. Genau, schauen wir uns das mal an. Hier haben wir einmal eine Karte. Frohe Weihnachten. Und ein gutes neues Jahr. Und dann haben wir hier so einen kleinen Adventskalender. Oh, das ist schön. Steht denn da drauf? Kannst du tolle Sachen wünschen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Tolle Geschenkideen gibt es in meinem Shop. Da steht es genau. Da ist auch die Internetadresse. Frohe Weihnachten wünscht ihr mir. Ja. Schön, cool. Dann bin ich aber mal gespannt. Vielen Dank, Irmi, falls du das Video schaust. Ganz, ganz toll. Da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt habe ich hier 4 Päckchen. Ich habe hier ein kleines Dankeschön drin. Ich glaube, das ist nicht standardmäßig mit dabei. Weil normalerweise, ich habe bei ihr ja schon mal bestellt, hat man, ja genau, solche kleinen Goodies hier. Und zwar, schauen wir uns das aber erstmal an. Und zwar, wie ihr ja seht, ist es schon richtig, richtig schön und liebevoll verpackt. Und das ist ja was, was mich ja als Kleinunternehmer und auch als DIY-Shop total anspricht oder auch so auch als Kunde. Wenn man so schöne Post bekommt. Also ich finde es so toll. Schaut mal, das ist alles handgemachte Verpackungen. Und ich als Bastler, da freue ich mich natürlich noch mehr, wie schön das gemacht ist. Make it a December to remember. So schön. Genau. Also. Und hier haben wir die Größe. Ja, ich habe mir 2 Sets bestellt und ich glaube, das ist das Einzelteil, was ich mir noch bestellt habe. Und ein Dankeschön. Ich würde sagen, wir schauen vielleicht als erstes mal ins Dankeschön rein. Da ist auf jeden Fall Stift drin. Okay, habe ich schon gefühlt durch die Verpackung. Oh, wow. Was ist der schön. Oh, vielen, vielen Dank, liebe Irmi, für diesen tollen Stift. Oh, da freue ich mich aber. Mit einem Mehrfachaufsetzer, ich glaube, das ist ein 6er, ja, natürlich der Einfachaufsetzer. Und sie, wer schon mal bei der Irmi die Steinchen, die Stifte gekauft hat, der weiß, sie sind ganz, ganz spiegelglatt. Also sie lassen sich super anfassen. Oh, ist das schön. Vielen, vielen Dank. Oh, cool, jetzt habe ich ja noch einen Stift zusätzlich. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal, also meine erste Bestellung bei ihr. Wo ist jetzt der Stift hin? Ich habe den doch gerade noch. Ah ja, ja, genau. Ihr habt den vielleicht schon ein paar Mal gesehen bei mir im Video. Und zwar ist es dieser wunderschöne Stift. Ja, der ist, euer Pen ist so, so gern mit dem Stift. Aber der gehört natürlich jetzt nicht zu der Bestellung. Mal wieder auf die Seite. Ich muss jetzt mal gucken. Sie hat mir hier noch so eine süße Klammer hingemacht. Die macht sie auch alles selber.
Voll süß mit dem Blütenblatt da drin, gell? Und da schaue ich mal, was sie geschrieben hat. Sie hat mir nämlich eine kleine Notiz hier geschickt. Vielen Dank für die Bestellung, die tolle Post. Entschuldigung. Vielen Dank für die Bestellung in den tollen Post auf Facebook. Ja, ich musste natürlich gleich zeigen, was ich alles eingekauft habe. Auf Ehren habe ich einen Post gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude beim Painten und den Stiften. Liebe Grüße, Irmi von der Kreativinsel. Ja, habe ich sehr, sehr gern gemacht, Irmi. ohne irgendwelchen Hintergedanken. Also es war jetzt nicht beabsichtigt, dass da irgendwie jetzt da was dabei rumkommt oder so. manchmal muss man einfach seine Freude teilen, ne? Und so ist es halt. Genau. Und dann habe ich hier, fangen wir mal hier an. Oh, ich bin aufgeregt. Hopp, flopp. Ah, da habe ich jetzt hier diesen Stift. Da mache ich mal das kleine A mal hier weg, weil sie hat den in verschiedenen Varianten gehabt. Und das ist dieser schöne petrolschwarze Stift. Und der ist auch wirklich sehr schön. Der ist nicht ganz so glatt jetzt. Also sieht man vielleicht auch. Ich glaube, vielleicht ist der auch nicht lackiert. Ich weiß es nicht. Der ist jetzt so eher mehr Natur, aber was ich gar nicht schlecht finde, was ich auch angenehm finde in der Hand. Und hier haben wir einen kleinen Dreier-Aussetzer und einen Eins-Aussetzer. Und ist der nicht schön, der Stift? Und die macht so alles, also ist alles natürlich handgemacht. Voll, voll schön. Oh, ich freue mich. Machen wir mal das hier so auf die Seite. Ja, mal hier hin machen. So, dann machen wir mal das nächste auf. Ah, und ach ja, haben wir auch noch mal so eine schöne Klammer. Hier mit diesem Schachbrettmuster, wie aussieht wie so ein Kekschen. Voll schön. Dann machen wir mal hier. Schauen wir mal da rein. Oh, ich freue mich. Ah, oh ja, oh, wie schön. Und da hat sie noch mal eine Klammer reingelegt. Ach oh Gott, ist das nett. Hey. Das ist nicht schön. Sowas ist doch toll, oder? So. Und da haben wir hier diesen wunderschönen Stift. Der ist jetzt wieder so glatt. Und ich finde es so schön hier mit diesen Steinchen. Und was halt toll ist, diese Steine sind wirklich eingesetzt. Also wie ihr hier sehen könnt, die sind wirklich drin. Die stören nicht irgendwie. Die drücken nicht auf der Hand. Oh, ist das schön. Also in Natura sieht er noch mal viel, viel schöner aus und schön dick der Stift. Ich liebe ja, wenn die Stifte ein bisschen dicker sind. Und hier haben wir so einen gebogenen Aufsatz. Mit dem penne ich zwar nicht, also den werde ich austauschen, aber das macht ja nichts. Und ihr könnt hier ganz ohne Probleme ja, die Stifte austauschen und eure Mehrfachaufsätze oder Metallaufsätze drauf machen und auf beiden Seiten. Also es ist die sind nicht fest drin. Also nicht irgendwie eingeklebt oder so, falls ihr das denkt. Ja, sehr, sehr schön. Und da, deswegen habe ich gemeint, das ist ein Set. Und da gibt es noch dieses wunderschöne Wachsdöschen mit dazu. Oh, das ist schön. Und alles ganz, ganz glatt. Das finde ich ja toll. Also keine Unebenheiten. Und es sind zwei rote Wachsplätzchen dran. Vielleicht mache ich mir dann meine Lieblingswachspraline da rein. Ich denke, das rote Wachs benutze ich ja gar nicht mehr. Aber das Döschen ist so, so schön. Voll schön. Ja. Also einmal den Stift noch. Und dann kommen wir zum nächsten Stift. Dann machen wir das dann machen wir da rein. So. Und dann habe ich noch einen Stift gekauft. So, machen wir. Das ist ah ja, doch, geht. Ein bisschen strammer. Und auch hier wieder diese schöne Keksklammer. Könnte man eigentlich in sein Logbuch reinmachen. Und hier auch wieder eine kleine Weihnachtskarte. Aufgeregt. Ich freue mich, ich freue mich. Oh, ja. Und hier diesen wunderschönen Stift.
Oh, ist das schön. Das sieht auch super aus, oder? Was meint ihr? Ganz, ganz toll. Auch wieder schön glatt. Also, super, super schön. Hier haben wir auch einen kleinen Strass, oder? Nee, sah gerade so aus. Ich habe gerade gedacht, wartet mal. Nee, es hat nur so geglitzert. Ich habe gerade gedacht, da ist ein Strasssteinchen drin, aber ist keins. Voll schön. Und auch dazu gab es diese schöne Box. Oh, ist das schön. Und hier sind zwei eckige Wachsplättchen drin. Also da werde ich mir auf jeden Fall, denke ich, das austauschen mit einer Wachspraline. Da habe ich so schöne Boxen, wo ich meine Pralinen reinmachen kann. Also super, super schön. Ich glaube, ich habe hier auch noch mal, ich muss mal gucken, ob ich es gleich finde. Ja, als ich meinen violetten Stift gekauft habe, den ich eben gezeigt hatte, da war dann auch so eine kleine Box damit dabei. Aber da ist nur so eine kleine Box dabei. Ich glaube, da passt jetzt keine Praline rein. Aber auch mit Wachs. Ja, und die ist auch sehr schön. Also schaut auf jeden Fall bei der E-Mail dabei. Und die Stifte sind auch nicht so teuer. Also ich habe jetzt gezahlt zwischen 12 und, also der einzelne Stift hat 12 Euro gekostet. Aber ich glaube, es war im, oder? Ah, nee, das wurde anschließend abgezogen, weil sie hatte Sale, als ich das gekauft hatte. Also dieser einzelne Stift hat mich jetzt gekostet 12 Euro und die Sets jeweils 19 Euro. Und ich finde, das geht auf jeden Fall. Und ich sag euch, die Stifte sind so, so angenehm zum Painten. Und sie hat da wirklich schöne Sachen drin. Sie macht auch für die Leute, die vielleicht unter euch auch häkeln oder stricken, ganz tolle Häkelnadeln und so ein wie sagt man, Nähauftrenner. Genau, also da macht sie wirklich auch ganz, ganz tolle Sachen. Nicht nur für Diamond Painting, aber auch verschiedene andere Sachen. Ich glaube, Schmuck hat sie auch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber schaut einfach vorbei. Ich verlinke euch natürlich ihren Shop unten. Ich habe es ja vorhin schon mal eingeblendet. Hier schaut nochmal, hier ist nochmal ihre Shop-Adresse www.kreativinsel.kasuva.de. Also schaut da auf jeden Fall bei ihr da vorbei. Ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich, wenn man jemanden hat, den man gerne mal ein schönes Geschenk machen möchte. Und Versand war auch wirklich relativ, war auch schnell. Also ich glaube, ich glaube, es hat nicht mal eine Woche gedauert, bis die Stifte bei mir waren. Kann man überhaupt nichts sagen. Und ja, Irmi, vielen Dank nochmal für diesen tollen Stift, den du mir noch mit reingelegt hast. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Stifte auch und schaut bei ihr vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.